Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalloriot und ich begrüße euch zur 20. Episode dieses Planet Base Let's Plays. Ja, direkt zum Ende der letzten Episode, gerade als ich hier Aufnahme Stopp gedrückt habe, haben wir hier einen Einschlag gehabt. Das obwohl wir hier unsere tollen Laser haben. Aber diese Dinger hier sind ja auch nicht ständig besetzt. Und generell haben wir nur 99%, also kann durchaus sein, dass ab und zu mal ein Meteor durchschlüpft, aber auch kein großes Problem. Blöd wird natürlich, wenn hier ein Meteor einschlägt und hier gerade alle meine Biologen am Machen sind. Das wäre nicht so schön. So. Achso, der Sturm ist vorbei, dann können wir die Türen wieder aufmachen. Sollte man ja auch nicht vergessen. Jo, dann schleppt mal ran hier das Zeug. Und wir könnten eigentlich hier auch einen kleinen Ausgang bauen, weil die müssen alle von hier hinten kommen. Obwohl, die können ja hier locker über den Berg laufen und dann ist das auch kein großer Unterschied, oder? Ja. Oh, kommt irgendwann mal einer? Oh, einer. Na, muss aber richtig außen rum. Ja, okay, okay, okay. Dann machen wir mal für die Zukunft. Hier vielleicht noch eine Schleuse hin basteln. Hätte ich gerne irgendwie hier dran. So. Bleibt auch nicht für ewig. Genauso hier, das hier. Das kommt auch alles weg irgendwann. Ich muss mich bloß jetzt hier erstmal richtig ausbreiten. So. Und das wird auch ja nicht so leicht, alles hier von hier drüben, hier rüber zu schalten. Also jetzt hier einfach so wild alles abbauen und dann hier alles wieder aufbauen. Kann man machen, wenn man richtig fette Lager hat. Aber ansonsten hier 70, 80 Leute fressen das innerhalb von einem Tag leer. Das geht relativ fix. Und wenn die Biologen dann hier nicht klarkommen, denen der Weg dann noch zu weit ist, weil man hier noch keine Schlafstätten hat, dann ja, baut man sich auch wieder ein Eigentor. Also ich habe mir in privaten Spielen Tatsache hier Blume für Blume gewartet, bis die Dinger voll waren und dann, wenn sie dann abgeliefert haben, habe ich sie abgerissen und auf der anderen Seite aufgebaut. Also, so ganz auf die Safe. Wir wissen noch nicht, ob das hier hoch machen. Mal sehen. So, den Weg haben wir verkürzt, das ist schön. Wie viel brauchen wir noch? 6, 6. Ja, haben wir noch ein bisschen zu tun. Kein Problem. Jo, wir werden auch noch Monolithen und diese Pyramiden irgendwo bauen, um mehr Besucher anzulocken. Aber wir haben aber auch noch nicht die Infrastruktur für Besucher. Wir müssen uns immer so ein bisschen drum kümmern. Wieder ein Händler, eine Nervensäge mit 65 Kommissionen. Die kann er gerne jemand anders aufdrücken. Anschleichen. Eingehende Nachricht. Aliens. Kleine Gruppe Verletzter. Ja, kommt mal. Kein Problem. Mal gucken, seid ihr wirklich alle verletzt? Was denn? Das Raumschiff passen 7 Leute drin? Okay. Tja, wenn ich das Gebilde hier fertig gebaut habe. Irgendwo diese Landepads, das wird ja dann auch ein weiter Weg. Ich glaube, der Hafen wird dann irgendwann vielleicht hier sein, hier unten. Weil das hier fliegt ja alle raus. Das baue ich ja alles viel schöner hier drüben auf. So, hier ist fertig. Mal noch die Verbindung und dann schalten wir einfach ab, weil wir noch nicht brauchen. So, warten wir einen Moment, bis wir hier wieder Ressourcen haben. Ersatzteile wird schon wieder ein kleines bisschen enger. Haben aber alle gut zu tun hier. Okay. Aufpassen, dass man nicht zu viel baut. Weil dann kriegen die Maschinen hier, kriegen dann kein Futter und dann noch immer bleiben einmal die Ersatzteile aus. Dann drehen sich auf einmal die Propeller nicht mehr, weil sie nicht erwartet wurden. Die produzieren dann weniger bis gar keinen Strom und dann haben wir eine Nacht ohne Wind und dann geht das alles wieder los. Dann können wir gleich von vorne anfangen. Boah. Ja, wird aber Tag, alles gut. Alles schick, müsste eigentlich gleich müssten die Panels rangehen. Die Solardinger, ja, da sind sie. Und er lädt. Pum.
Gut, 20.000. Erledigt. Ja, viel hilft viel in dem Fall. Das ist ja nicht so mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da werden wir sicherlich noch den einen oder anderen dazustellen mit der Zeit. Und ich dachte, auf deinen Raum hier passen mehr. So, wo bist du? Wieder irgend so ein Händler. Mark G. Sawyer. Vorziehbar. Warum gucke ich eigentlich? Ich will doch eigentlich gar nichts verkaufen. Ich sollte hier unten gucken. Will ich was loswerden? Ich will nichts loswerden. Entlassen. Freie 2 und 1. Wieso sind denn 6 belegt? Naja, klar. 2 Krankenstationen. Und der Rest hier. So, Retortenfleisch. Brauchen wir davon mehr? Obwohl, das hält sich ja mehr oder weniger so ein bisschen auf dem Niveau hier. Wie sieht es denn generell aus hier in der Kombüse? Was gibt es da so für Nachrichten? Für Mahlzeiten? Alle bloß wieder Grundlagen. Salat mal dabei, okay. Pasta, Salat, sehr schön. Grundlagen, Pasta. Pasta, okay. Ja, dann klicken wir im falschen Menü rum und basteln hier einen ran so. Na. Mal drum bildet denn hier. Hier? Ja, irgendwo, keine Ahnung. Warte hier. Oder irgendwo, da, ja. Hier versteckt er sich. Such den Kometen. Das Spiel im Spiel. Wer möchte denn etwas? Mittlere Gruppe, verletzte Soldaten. Wir haben 18 Medipacks und ordentlich Heilpflanzen, also dürft ihr kommen. Einer von meinen runtergeschummelt, oder? Ja, ein Arbeiter. M.M. Miller. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie meine Leute alle heißen. Also wie gesagt, mir wäre so eine Übersicht, so ein bisschen Personalmanagement, fände ich schon cool. Oh, der nächste Händler. Den wir viermal anklicken müssen. Brauchen wir Erz? Brauchen wir Stärke? Ne, brauchen wir nicht. Braucht er was von uns? Ihm könnten wir hiervon mal ein bisschen was mitnehmen. Einfach so. Und sonst, wie viel? Ach, 60% Kommission kommen hier. 60%. Ach, fast Betrug. So, Zeit mal wieder aufdrehen. So, und ganz wichtig ist, dass wir hier um diese Konstruktion, wenn das denn am Ende die 7 Domes sind, dass wir hier auch ordentlich Luft drum verteilen. Das ist auch recht wichtig. Hier irgendwas außerordentlich, irgendwas, was wir wissen sollten. Die haben Kohle ausgegeben, sehr schön. Und unser Reichtum schwillt an. Ja. Roboter. Haben wir 7 Transport. Das sind schon wieder. Mann. Wie sieht's aus? Du bist gerade auf 0. Dann baust du uns noch 2 Bohrer. Wir könnten ja eigentlich auch noch einen zweiten drin stellen, dass das mit der Roboterproduktion schneller geht, aber letztlich ist das auch nicht so wichtig. Eigentlich kommen wir ja gut lang. Tag, der nächste Bohrer kaputt. Ja, das wird dann natürlich mit Arbeitern aufgefüllt, ja, ne? Ja. Die müssen in eine Mine, in eine Erzmine. So.
so. Aber Essen läuft ja super, würde ich mal sagen. Da können wir dann praktisch mal gucken. Arbeiter brauchen wir Arbeiter. Biologen werden wir mal ein paar einladen. Ingenieure haben wir eigentlich relativ genug. Sani 7 Stück sind wir okay. Ja, Wachen können wir noch ein paar haben. Also kann man praktisch so lassen wie das. Und warten wir mal. Sandsturm, toll. Der Dom ist fertig, die Verbindung ist fertig. Dann stellen wir den auch ab. Tun wir hier einen Händler. Sollen wir was loswerden? Wir könnten hiervon 10 verkaufen. Und davon 4. Hat er überhaupt hier noch Geld? Nee. Hier immer. Nee. Möchten keine Roboter kaufen. 80. Wir sind Lagerleerräume hier. Auf 62%. Ein bisschen Speed. Hier anfangen mit Luft irgendwie. Da können wir auch gleich die dicken nehmen. Moment, wer kommt denn da? Das möchte ich genau wissen. Eine Wache und eine Biologin. Okay, sind keine Fremdlinge, die uns irgendwie hier an den Kragen wollen. Wie kostet das? 2,2, das sind nochmal 1,1, ja. Da müssen wir auch wieder einen Moment warten. Ah, what else is new? Das haben wir ja hier öfter. Tja, jetzt ein bisschen mehr Abwechslung wäre schon cool. Aber so eine Phasen hat man eigentlich relativ oft im Spiel. Eine mittlere Gruppe, da kommt die Action. Wir haben ohne mittlere Gruppe können 12 Leute oder so sein, könnten oder 10 oder so. Oh komm. Gucken wir mal. Na, 10 Leute, ja. Wir haben 7 Medipacks. Und während die ersten behandelt werden, werden die anderen Medipacks fertiggestellt. So hoffe ich. Da ist der Sandsturm, der Sandsturm. Ja, ich krieg jetzt kein Geld, weil ich wie so ein Verrückter hier baue. Also, er rennt jetzt hier mit einem wieder zurück. Warum lässt er das denn hier nicht liegen? Weil er. Ach komm mal. Ich meine, keine große Sache, ob der das nur mit wieder zurücknimmt oder nicht. Wer weiß, ob er das überhaupt nach Hause schafft hier. Obwohl der Eingang ist hier. Das wird schon funktionieren irgendwie. Schwere Action-Mucke im Hintergrund. Roboter kaputt. So, aber ich glaube, die Chip-Produktion kann man ein kleines bisschen zurückfahren. Ja, und dann hier von den Produktionsstätten könnte man dann auch irgendwann 2 haben, aber man sollte jetzt 2 haben, weil jetzt beginnt ja die große Bauphase hier. Wobei wir haben das hier geschafft ohne einen zweiten. Ja. Da war doch was. Da war doch was. Wie sieht's hier aus? Haben es schon ein paar geschafft? Ja, 3 fehlen noch. Und keine Medipacks mehr. Moment, das geht mir zu schnell. Biologe, okay. Dann wären wir auf 18. Hier haben wir 2 dazu bekommen und 17. Wir haben nur noch 2 vakante Waffen. Ja. Und eine Ansehen 174.
Magas. Arzneimittel sind alle und einer ist an Strahlung gestorben. Oh, einer von denen. Oh, oh. Na, hab ich das doch ein bisschen überschätzt. Hat er hier eben zugelegt ein bisschen? Ist dem von alleine ein bisschen besser, Junge? Fire Aguirre, Name. Ernie Doggy. So, ein Arbeiter schleppt das hier einfach hin. Dann kommt ein Medizinmann und verabreicht es. Wann kommt denn das nächste Pack hier? Oh. Kostet uns das hier Credibility, dass uns einer gestorben ist? Hm, schwer zu sagen. Na, was ist hier los? Warum wird das nicht gebaut? Ich mag diese Verweigerungshaltung nicht. Na, kommt ein Baubot angetrudelt. Na, tut sich irgendwas am Hafen? Du bist neu, wa? Ja. Chips brauchen wir nicht, dein Geld brauchen wir nicht, müssen wir irgendwas leer räumen. Wir könnten hiervon mal ein paar weggeben. Davon haben wir wirklich zu viel. So 60 möchte ich nur haben. Nein, keine 80. 60. Die Transportbots ein bisschen was zu tun. Apropos. Da sind so noch 6, davon hatten wir 10. Also sterben die jetzt noch schneller als sonst? Na, es werden einfach nicht genug nachproduziert. Dadurch, dass ich so viel baue, kriegen die ja nicht genug Ressourcen. Das macht halt ein bisschen Sinn. Woran hapert es? Es hapert in der Regel am blauen. Das heißt, jetzt hier noch einen gelben dazwischen zu stellen. Ich glaube, dann machen wir das lieber, dass wir noch so einen Zylinder aufbocken hier. Hier der nächste Dome, da kommt noch ein bisschen O2. Nice. Gehen wir mal Gas. Ziehen aus, einer fehlt noch. Ja, da kommen Kolonisten. Er haut ab. Haben es also doch noch irgendwie geschafft. Ersatzteile könnten ein wenig mehr da sein. Wie sieht's aus? Du bist voll. Das heißt, da kommen 6 Ersatzteile in nächster Zeit, sind wir wieder knapp auf 10. Sehr schön. Gelbe sind keine frei. Gelbe werden alle gebraucht. Warum habe ich eigentlich keinen weiteren Retortenfleischautomaten zwischengestellt? Da passen ja fast 2 hin, oder? Ja, fast. Dunkelheit. Dunkelheit und Ruhe. So, wer stört uns hier mitten in der Nacht? Wachen. Okay. Wie sieht's dann aus? Dann haben wir 20 Wachen. Das reicht mir dann erstmal. Wir sind wie viel? 81, okay. Also ich habe hier hinten eine dicke O2-Tute hingestellt. Die kann ja für 30 Luft machen. Ja, dann schick mir nochmal einen Händler mit Baustoffen vorbei. Dann würde ich mich eventuell breitschlagen lassen, etwas zu kaufen. Würde ich privat nie machen im privaten Spiel. Warum auch? Kann ich doch alles selber bauen. Lieber habe ich irgendwann die Basis fertig hier mit 10.000 Euro.
Mittlere Gruppe. Ich glaube, im Moment haben wir es nicht so mit Medipacks, obwohl Medizin ist nicht so angesagt. Essen ist angesagt, Trinken haben wir endlos. Happiness können wir liefern und Schlafen auch. Und dafür gibt es auch Sternchen. Das Fleißkärtchen. So. Besucher, das sind die, die wir eben genehmigt haben. Okay. Und er hat ein bisschen gelbe, das werde ich ihm einfach mal abnehmen. Er hat kein blaues. Dann nehmen wir eben die hier noch einfach ab. Medizin bauen wir uns selber nach und nach. Oh, oh, ich gebe mal wieder eine Runde aus hier. Ist ja Grund zum Feiern für das Spiel. Jo, was bieten wir denn an? Wir bieten hier von 9, davon 4. Hiervon geben wir mal 6, wenn ich so runde Zahlen mag. Dann haben wir den schon fast geschafft. Nehmen wir noch ein bisschen Kleingeld. Ja, stimmt so. Ja, wir haben mal frei 4. Ja, kannst du dich abwarten, ich baue einfach den nächsten Dom hin. Ja, auch entspannt, wenn wir das in Betrieb nehmen, so in Sachen Strom. Hm. Nee, den möchten wir gerne. So, und der soll doch irgendwo hier schön in der Flucht sein. Ist das? Ja, könnte man meinen. Rest ergibt sich. So, brauchen wir 10, also 13, 13 brauchen wir. Obwohl das hier riskant ist, nicht, dass sich da wieder einer einbaut. Da warten wir nochmal kurz. Und dann geben wir Gas. Oh, dann nehmen wir Gas wieder raus. Ah, Biologe, okay. Nächsten 20 bin ich mit zufrieden. Ja, dann holt es uns noch. Machen wir erstmal 20, 20, 20, 10, 20, irgendwie so. So, verteilen wir irgendwie. Dann haben wir 90 Leute in der Bude. Ist ja schon mal was. Ja, dann geben wir mal wieder Gas. Schauen verstohlen nach rechts. Tja. Meine, klar könnte ich jetzt hier schon die Produktion langsam anwerfen, bloß die haben dann so lange Wege. Und ich würde ganz gerne erstmal hier das Grundgerüst so ein bisschen aufbauen. Und gucken, wo ich denn die Schlafgemächer einbaue. Ich könnte natürlich jetzt hier 2, 3 Schlafgemächer ranbauen, die dann in 3, 4 Episoden wieder abreißen. Aber das ist dann auch wieder ein bisschen an der. Ich mache jetzt erstmal hier den coolen Architekten, lass das aufbauen. Und Schritt für Schritt. Dann Kolonisten. Schiffchen. Okay. Control-X. Geschossen. Ja, und die Zeit streicht dahin, Leute. Machen wir einen kleinen Zwischenstopp. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder reinschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.